Masterclass. Achievement unlocked. Zu Jimbo kommen wir hier hin. Jetzt ist Mosquito wahrscheinlich wieder am Raisins. Da können wir da auch nochmal vorbeigehen. Da hat er wahrscheinlich wieder Ärger. Gucken wir mal kurz aufs Kärtchen. Oder? Meistere alle Raisins Ripper Titel auf dem Charakterbogen. Wie mache ich das denn? Ihr kennt das ja. Ich ziehe mich wieder um. Was ziehen wir uns denn heute an? Mitch Connor vom Major. Ach, ich mag den Iron Man. Ach, da gibt's keine Handschuhe dazu. Nehmen wir denn dazu, was passt denn? Nehmen wir die dazu. Black Iron Man. Ich mag einfach schwarz. Keine Ahnung. Kann mir nicht helfen. Also ich würde sagen, wenn wir E-Tron vorbeigehen, können wir ja mal zum Raisins hingucken. Vielleicht ist da ja irgendwas los, ne? Geh mir aus dem Weg, verdammt! Hä? Hey Süßi, krieg ich einen Kuss? So viel zum Raisins. Gleich endet der Rest deines Lebens. Hau rein, Neuer! So, dann gucken wir doch gleich mal. Sehr gut, Wunderarsch! Hey, ihr Süßen, hat das gereicht? Ich hab Spaß. Wow. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ich kann gerade nicht mal an Zingy Tingy Wings denken. Ja! Oh, wow, habt ihr das gesehen, Leute? Du hast getroffen? Bestellt, ihr Süßen! Nein! Vergiss es. Du bist nicht dran! So toll, dass ihr da seid! Macht ihr einen Case? Nimm das, Süßi! Hier kommt dein Tod! Ich mag das, wie er rumschreit. Ich nehme unsterblichen Viertklässlern an. Sag ich schon immer. One Hit. Mega Faustschlag! Oh nein, hält am Boden! Sehe ich nur dich? Na schön. Damit kann ich leben. Wir haben Verluste sammeln! Diabetes-Time! Upsala! Ja! Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieh ich gerne vor. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Wie gemein. Liebe im Namen der Gerechtigkeit. Macht euch bereit. Nein, das reicht nicht. Schiete. Okay, dann wartest du eben, dann kommst du dran. Ach, das ist nur auf einen Charakter. Das ist natürlich blöd, gell? Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Bin ich schon dran? Captain Diabetes ist kampfbereit. Ja, wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst.
habe übrigens voll in dein Essen gespuckt. Los geht's. Ja, hallo. Du bist so melodramatisch. Das ist mein Pathos. Lass das mal untersuchen. Ich bin dran. Omega Crash Extra. Zeig keine Schwäche. Das packst du schon. So, jetzt ist hier aber mal Schluss. Mist. Sanktion, aber mit Inklusion. Der Tod in allen Facetten, meint er einen Waffenladen? Jetzt hat er sogar gesagt, meint er einen Waffenladen? Moment, habe ich das da hinten schon? Erinnerst du dich, ja. Terry? Ich erinnere am coolsten, fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Womans unsichtbaren Jet? Oh Gott, danke für euren Besuch im Raisin. Ne, Moskito ist nicht da. Macht sie jetzt ein Foto mit mir? Ah. Oh, du bist ein Assassine? Machen wir eins. Mit dem hatte ich noch nicht, oder? Na, wer sagt's denn? Geil. Ich und der... Ich folge nur Cyborgs. Das ist mein Ding. Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Bitte. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Okay, kein Raisins Girls hier. Ich finde euch schon noch, Miezis. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Oh, oh. Wir sind ja 800. Wen wechsle ich denn jetzt mal aus? Bleib ich? Ach, ich bleib bei denen. Was soll's? Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Jetzt setzt's was. Mhm. Ja. Sehr gut, Wunderarsch. Jetzt krieg ich's natürlich kräftig von allen, oder? Mikroaggression. Schlag ihn. Hat sich gleich so viel abgezogen? Na, wie riecht das, Viertklässler? Tatsächlich, guck. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Dann mal los. Okay, schon. Tut ihr selbst den Gefallen und bleibt. Einer weniger. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Lass dich da von deinem Freund massieren. Es ist soweit. Jetzt sind wir aber mittlerweile schon heftig drauf, ne? Sehen. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Ja, auf jeden Fall. Mega Faust, Pacharu. Naja, mach das. So. Der gute alte 1, 2, 3er. Wer kennt ihn nicht? Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Angriff aus dem Hinterhalt. Der hat gesessen. Oder so. Jimbos Gangs, du Spaß, der Waffenladen. Ja, jetzt hat er es uns gesagt, okay, Jimbos Laden. Ich muss zuerst kämpfen, Cartman, blöder Sack. Turbogeist-Anzug, nett. Sonst noch irgendwas? Nö. Geh zu Jimbos Gangs, ja, schön, jetzt wissen wir's.
Danke, dass du dich die sechs wieder fertig gemacht hast. Bei mir stauchen die tiefer die Aktionen aus. Boah, wie viel Klamotten gibt's denn dann noch? Sag mal. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Ich muss den Leuten helfen, uns zu verstehen. Weißt du, was ich damit meine? Also, du kannst es auch nicht verstehen. Du gehst doch von einem alten Modell aus. Ich bin ein Original. Die ganze Zeit kommen Künstler zu mir und fragen, schwuler Fisch, woher bekommst du deine Inspiration? Das ist der Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Juhu! Daniel. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Heute ist dein Glückstag. Ich hab neue Ware auf Lager, Wunderarsch. Okay, schnapp dir die bösen Jungs. Spielplatz. Echt harte Nuss, naja, nicht so ganz. Ah, ich kann keine Schnellreise benutzen, das stimmt ja. Mit der kacken Ninja. We fight now. Uri Ninja deri chugajuma. Aus welchem Film ist denn das? Kommt mir so bekannt vor. Wo ist denn das Spülblots? Muss das so sein? Okay, also wieder ganz vor, Tokens Haus vorbei, dann nach unten. Na schön, marschieren wir halt. Der Idiot kriegt von mir ein Singy-Tingy-Faust-Sandwich. Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Nein, ich muss nur weiter. Aber warum kommt es gerade, dass Mosquito wieder im Raisins ist? Doch, jetzt geht's da mal weiter. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Warte, bin jetzt nicht euer jetzt Süßi. Hast du Angst vor uns? Bauen die da hinten das weiße Haus oder was ist das? Oder schon wieder ein oder bauen die da ein Walmart? Ich glaube nicht, dass es wieder ein Taco Bell sein soll im letzten Film. Spiel, nicht Film natürlich. Putzender Ordnungshüter, weiterhin von der Polizei gesucht. Brief an Vantas Lodge, wer auch immer das ist. Dort, wo Sitze an Ketten baumeln, teils Wüste, teils Dschungel, Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Das soll das sein. Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid, er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Kann ich nachvollziehen. Wer will schon Kacke auf der Veranda? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Juhu! Ich musste gehorchen. Das sollte reichen. Tut mir leid, jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Wow, der wollte quasi, dass ich auf den Bildern drauf bin. Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum! Dass ich auf den Bildern drauf bin quasi. Dass ich ihn als Bürgermeister unterstütze. Clever. Okay, hier geradeaus weiter. Und vor dem Polizeirevier dann nach unten. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gelöst? Wollen wir zusammen nach dem Racheüben Flauschstiefel shoppen gehen?
Ach, das ist irgendwo anders. Nee, jetzt lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Letztlich. Jetzt nicht kämpfen. Das können wir alles später machen. Nicht jetzt. Bin ja gespannt, ob die Abtreibungsklinik auch wieder irgendwie mal wichtig wird. Und da vorne wird wahrscheinlich Mitch Connors bald reden. Habe ich so das Gefühl. War der nicht Jennifer Lopez auch mal? Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Warte mal. Nee, das nicht. Ah, da unten. Da unten ist das Gemeindezentrum. Das ist komm das, her, das ist ich Rathaus. Zeig dir, wie man Wheelies macht. Ich will keine Wheelies machen. Ich muss Mitch Connor aufhalten. Bevor es zu spät ist. Was könnte eigentlich die Idee fürs nächste South Park-Spiel sein? Wo sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, die Freedom Pals und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts, aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit, wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Zu geil. Wir können Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Leute, komm ich noch nicht weiß hin. Nicht, wen ich hier noch glauben kann. Bringt mir nichts, komm ich auch nicht. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterion. Okay, der kommt ran. Ah! Verdammt, ich hab Arschlots Eltern nicht entführt. Leg mich! Jeder kann Bürgermeister werden, wenn er sich anstrengt. Ich glaube, ich bin jetzt nochmal dran. Hey, man unterbricht jemand nicht bei seinem Zug. Du dreckiger Bescheißer! So nicht. Du bist nicht dran! Nein, da komme ich nicht hin. Blöder Kack. Bleib locker, Arschloch. Ich will auch deine Eltern finden. Saft, gib mir Kraft. Oh yeah! Deine Kuhn-Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Das war aber jetzt blöd. Oh, bin ich dran? Megafaustschlag! Armer Kuhn, du scheinst alles abzubekommen. Ja, weil die anderen nicht zielen können. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ah! Hör auf, meinen Freunden weh zu tun. Freunde? Was für Freunde? Oh, und du frierst? Okay, jetzt wird's echt langsam langweilig. Was ist denn schon wieder dran? Und eine Bewegungseinschränkung. Hast du keine Ehre, Schurke? Was? Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Bin ich schon am Zug? Okay. Mm-mm.
Ah, komme ich auch wieder nicht durch. Das ist blöd. Ich will aber die Ult nicht einsetzen. Ich glaube, meine ist stärker. Bin ich jetzt endlich dran? Tut mir echt leid, Leute. Mitch ist echt ein Arschloch, oder? Er hält jeden. Das verursacht super Ekel. Brennen gibt's dazu. Beeilung. No. Oh, come on. Bin ich jetzt so auch irgend... dran. Das ist doch Kacke. Was? Der kann ja das gleiche im Prinzip wie ich kann. Was für ein Betrug. Kuhn auf der Jagd. Ihr Superhelden blutet ja so schnell. Spart ihr, das gibt einen Stromschlag. Dein Zug, so nehmen wir uns mal eben. Danke. Dann machst halt du deine Ult. Meiner Berechnung nach habt ihr mich nicht getroffen. Was? Hier kommt Mysterion. Ich habe kein Macaroni mehr, oder? Bin ich schon wieder dran? Mitch, du scheiß Schummler. Voll der Betrüger. Zittert vor Kuhn and Friends. Das Blut deiner Freunde klebt an deinen Händen, Kuhn. Davon wirst du elektrisiert. Ich hasse ihn. Es ist Craig-Zeit. Ich meine, Super-Craig-Zeit. Stell das auf Goodstagram. Oh, Mitch benutzt mich als menschliches Schutzschild. Du tust dir nur selber weh. War das alles, Freedom Pals? Was man sagt, ist man selber. Wunderarsch sieht gut aus. Die Pflicht ruft! Hätte ich da mal lieber... Auf die Beine, Soldat! ...was gemacht. Also gecraftet. Ah, oh, und schon wieder tot. Oh, das war ich, kein Friendly Fire. Der gehört mir. Oh, der macht mich fertig. Und eine Bewegungseinschränkung. Mensch, du Mistkerl. Fick dich, Mann. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Au, warum greifst du mich an? Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht klappt das mit dem Wiederbeleben oder so. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Es hat jetzt nicht wird geklappt. Gekund. Außerdem blutest du. Verdammt, nein, Connor, lass das! Oh, Mitch Connor ist eine unfaire Sau. Mein verdammter Zugmann!
dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Goon. Sowas Lames zählt nicht. Was zur Hölle? Und ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben, ne? Verdammt. Und meinst du? Oh! Jetzt wird's lustig. Ja. Mitch ist ein zäher Brocken, oder? Fick dich, Mann! Das verursacht super Ekel. Ich hasse Mitch Connors. Und Frostbolt. Habe ich schon lange gesagt. Wer ist denn jetzt dran? Na toll. Los! Wie loyal deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Ich kann nicht mal wiederbeleben. Tolle Aktion. Nein, Connor darf nicht gewinnen. Du bist tot. Okay. Ich glaube, ich muss zuerst noch in irgendeinen Laden gehen. Welcher ist denn der nächste? Ich brauche Crafting-Zeugs. Mal schauen, ob es da drin was gibt. Prost, Selbstjustizler! Noch eine Runde? Klar, wie du meinst! Habe ich mit dem schon? Ja, okay. Okay, hier kann ich nichts kaufen. Dann müssen wir wohl oder übel zu Jimbo gehen. Hilft ja nichts. Oder können wir bei Shittyfuck was kaufen? Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Bitte genieße bitte. Danke für Bestellung. Wie soll ich denn $5,000 zusammenkriegen? Na, Shitty Walk Spezialität. Warum habe ich... Also ich brauche vor allem davon. Okay, das ist nicht besser. Was könnte man denn noch brauchen? Nix. Bloß ja gesagt. Die nächste Frage ist... Sollte ich irgendeinen der Helden mal austauschen? Und bin ich als... Ja. Sind die anderen? Egal, wir haben...